herzlich willkommen, Birgit Fischer, achtfache Olympiasiegerin und wow, 27-fache Weltmeisterin. Also mich blättet sowas schon immer, Menschen zu begegnen mit so vielen Titeln. Heute Abend hatten Sie sicher auch viele, viele Fans, die Sie umringten. Gab es überhaupt jetzt schon nach der Preisverleihung Gelegenheit zu entspannen oder wurden Sie ständig von Verehrern umgarnt und mussten Selfies machen? Ja, sowohl als auch. Entspannung fehlte auch nicht, mal bei einem Bierchen. Aber viele Selfies, viele Begegnungen auch mit alten Bekannten, auch mit jungen Paddlerinnen, immer wieder Selfies natürlich. Aber es ist ja schön, so unter Gleichgesinnten zu sein. Jetzt haben wir heute eine Weltpremiere erlebt, der World Paddle Awards. Und dazu gibt es ja diese World Paddle Award Academy, da sind Sie ja Mitglied. Das ist ja alles wie bei Hollywood, bei den Oscars. Wie war es, als Sie gefragt wurden, Mitglied zu werden bei dieser Academy und somit auch zu entscheiden, wer gewinnt und wer nominiert wird? Ich sag mal, Paddeln ist schon lange Oscar-reif. Ja, wir haben es bloß lange nicht geschafft, uns so in die Öffentlichkeit zu bringen. Der Rob van Bommel, der hat das wirklich jetzt hier mit Augsburg hingekriegt, eine super erste Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Und Paddeln ist so vielfältig und man kann es machen von 0 bis 100 Jahre. Und jeder ist willkommen und jeder findet seine Sportart, weil wir wirklich mehr als 15 Disziplinen haben. Und es ist wunderbar, dass jetzt auch wirklich verschiedene Kategorien hier geehrt wurden und ich hoffe, dass das nicht einmalig bleibt. Ich habe heute Abend auch schon Stimmen gehört, die gesagt haben, wir wollen das ausrichten und wir wollen das ausrichten und ich hoffe, dass es weitergeht und auf jeden Fall werde ich mich für diese Sache weiter stark machen und als Mitglied in der Paddle Academy werde ich auch weiterhin mitvoten dürfen, wer die Preise bekommt. Jetzt haben Sie das angesprochen, es ist ja eine Chance, den Paddelsport mehr in die Köpfe der Menschen zu kriegen. Also ich bin Augsburgerin und ich habe das jetzt die letzten Jahre miterlebt, dass wir immer wieder auch Olympiasieger hervorgebracht haben und hochdotierte Sportler, die bei Weltcups gewinnen. Wir haben einen wunderschönen Eiskanal für den Wildwasserbereich, für Kajak und Kanadier. Aber ich habe das auch erlebt, dass es immer nur punktuell stattfindet. Wir haben eine Olympiade, dann sind alle begeistert, wenn Birgit Fischer wieder eine Medaille gewinnt oder auch andere und die Sportler. Anderen. Ja, und dann versinkt es schon ein bisschen so in der Versenkung und andere Sportarten haben mehr Attraktivität. Was glauben Sie, kann so ein Paddle Award dazu dienen, dass es noch mehr in die Köpfe kommt oder was muss noch getan werden, also dass Ihr Sport mehr die Leute bewegt und begeistert? Genau, auf jeden Fall kann natürlich der Paddle Award dazu beitragen, dass es weiter verbreitet wird, dass es mehr Öffentlichkeit findet. Unsere Sportart ist sehr attraktiv, aber leider haben wir keine Lobbyisten. Uns fehlt der Lobbyismus. Uns fehlt auch die Selbstvermarktung ein bisschen. Die Kanuten sind nicht so eine Selbstdarsteller. Wir mögen es gerne auch ein bisschen ruhiger. Wir sind ja eine Sportart, die sehr viel in der Natur stattfindet und sehr viel draußen und fernab auch der Erreichbarkeit, für Medien schwer erreichbar, gar keine Frage. Wir sind eben nicht immer an einem Punkt, wir bewegen uns, oft eben auch über weite Strecken. Insofern schwierig, uns abzulichten, aber auf Wildwasserstrecken und auch auf den Rennsportstrecken sieht man eigentlich immer wieder gute Kameraarbeit. Und wenn die gut gemacht ist und den Leuten das wirklich bis ins Wohnzimmer gebracht wird mit diesen Bildern, sind auch alle begeistert vom Sport. Ich muss sagen, dass ich sogar der Meinung bin, dass die Berichterstattung, die mediale Berichterstattung über Fernsehen oftmals den Sport den Leuten noch näher bringt, als wenn man an der Strecke steht, weil man eben nur punktuell den Lauf miterleben kann. Da muss man dann schon wirklich so sein wie die Familie hier, die Kanufamilie, die dann wirklich den gesamten Lauf mitrennt, bis zum Ziel, vom Start bis zum Ziel. Ich weiß, wovon Sie sprechen, aber das Charmante finde ich eigentlich schon, dass die Kanuten doch noch so auf dem Boden geblieben sind. Es ist eigentlich für die Arbeit auch eines Journalisten immer ganz toll, weil man Interviews führen kann und nicht 3, 4 Bodyguards und wichtige Manager um die Sportler rumspringen und einem sagen, nein, es gibt jetzt kein Interview. Eigentlich ja schade, dass genau das dieses Moment der persönlichen Nähe dann aber eigentlich ein Manko ist, um sich besser zu vermarkten. Ja, aber ich denke einfach, das soll auch so bleiben. Die Paddelsportler auf der ganzen Welt sollen weiter auch so erreichbar sein für die Journalisten, für die Welt, für die Öffentlichkeit, für die Fans. Das soll sich nicht ändern. Man wünscht sich einfach mehr, dass Geschichten erzählt werden um diese großartigen Sportler. Es sind oft Familienväter, es sind oft Mütter, die paddeln. Ich selbst war ja auch
oder war ja auch lange Zeit Paddelmutter sozusagen. Also ich habe ja auch lange Zeit gepaddelt und hatte schon meine zwei Kinder. Ich denke einfach, man muss die Geschichten der Sportler mal aufgreifen, die auch ganz oft nebenher studieren, die eine Familie, die Kinder haben. Wenn man dann die Geschichte mal näher betrachtet, sind die Kanuten ziemlich interessant, muss ich mal sagen. Also nicht nur, dass die Männer gut aussehen von der Figur und auch die Frauen oft ganz tolle Athleten sind. Man kann da schon viel draus machen. Aus diesen Menschen, die den Paddelsport begleiten, auch aktiv, aber eben auch an der Strecke. Ich denke einfach, es ist ein unerkanntes Potenzial. Aber wir haben natürlich auch all die Jahre ein bisschen wenig in unserer Außendarstellung gemacht, weil wir eben nicht so die Außendarsteller sind. Und ich glaube, das ist eben immer diese Wechselwirkung. Die Medien wollen schon auch Leute haben, die ja, hochspringen und Juhu schreien und sich doch selbst vermarkten und selbst darstellen können. Und da sind die Paddler eher so ein ganz anderes Volk, so ein etwas so die stillen Sieger mehr, die ganz stillen Genießer. Und ich kenne Paddler, die hier zu einer Europameisterschaft mit dem Fahrrad ankommen und dann danach mit dem Fahrrad wieder nach Hause fahren. Das ist natürlich ganz was anderes, als was man vielleicht von manchen Fußballspieler dann miterlebt. Ja. Und, ja, aber jetzt nochmal zu Ihnen. Sie sind ja die hochdotierteste Olympiateilnehmerin in Deutschland überhaupt. Was ist denn so das Ereignisreichste, an das Sie sich erinnern können in der olympischen Karriere? Gibt es da etwas? Oh, ich war auf 6 Olympischen Spielen erfolgreich. Nicht immer schön. Ich erinnere mich an Atlanta. Das war nicht immer so ganz easy dort. Auch zur Strecke zu kommen. Auch das Olympische Dorf war nicht so schön. Barcelona war eines der schönsten Spiele. Das Olympische Dorf in 88 in Seoul war wunderbar. Also es gibt immer gute Seiten und schlechte Seiten und schöne Spiele und weniger schöne Spiele. Aber wenn man mich nach den Goldmedaillen fragt und welches dir die liebste, muss ich sagen, sind mir alle lieb. Das ist so, wenn man mich fragt, welches deiner Kinder ist dir am liebsten, würde ich sagen, die habe ich beide lieb. Und so ist das auch mit den Medaillen. Man hat die alle lieb und alle gleich hart erkämpft. Und hinter jeder Medaille steckt auch eine schöne Geschichte. Und ja, es ist einfach, man kann das gar nicht differenzieren. Das war immer irgendwie sehr ereignisreich und sehr schön. Und was war so das Härteste, was Sie erlebt haben im Laufe Ihrer Karriere, wo Sie sagen, da musste ich ganz schön knabbern? 1996 Atlanta waren sehr schwere Spiele, weil ich hatte kurz vorher meinen Vater verloren. Der starb kurz vor den Spielen und das waren einfach Spiele, die an mir vorbeigegangen sind, ohne dass ich da viel Einfluss drauf hatte. Und die waren auch nicht so erfolgreich. Ich glaube, mit einer Silbermedaille eine Gold, eine Silbermedaille. Aber, naja, aber immerhin. Ja, aber ich stand völlig neben mir und ich finde, es ist ganz wichtig, dass das Familiäre ringsherum stimmt, dass die Leute ringsherum auch stimmen, dass das Umfeld wirklich passt und gut drauf ist. Und wenn das nicht ist, ist es auch schwer, Erfolge zu bringen. Und deswegen ist es so wichtig, welche Menschen man um sich schart, wenn man Erfolg bringen will. Und das hat alle in meinem Leben, also in meinem ganzen Leben eigentlich immer gut geklappt, bis auf diese kleine Ausnahme von 96. Jetzt haben Sie das selbst schon angesprochen, weil meine letzte Frage wäre, was für Tipps Sie an junge Kanusprinter haben? Ein paar haben Sie ja jetzt schon genannt, die richtigen Menschen um sich versammeln und auch ein gutes Umfeld zu haben. Gibt es noch etwas, wo Sie sagen, das ist existenziell wichtig auch, wenn man hier in diesem Sport auch erfolgreich sein will und auf lange Zeit das machen möchte? Ja, ich denke, man muss Lust auf Leistung haben, man muss Lust haben am Gewinnen, Lust, was auszuprobieren auch, neue Trainingswege beschreiten, einfach offen sein für Neues, mit sich arbeiten, an sich arbeiten, mit sich arbeiten ist ganz wichtig, sich selbst verstehen lernen, in sich reinhorchen, Spaß haben. Ich wünsche Ihnen noch ganz, ganz viel Spaß mit Ihrer Sportart und habe mich sehr gefreut, Sie kennenlernen zu dürfen. Vielen Dank, Dankeschön. Birgit Fischer. Vielen Dank für das Interview.